Okay, wir müssen uns leichtes schleichen. Und hoffentlich sieht uns keiner. Sind viele Züge auch zu sehen. Da hinten sind die Gegner. Da drüben! Da entladen sie auch Leute. Offenbar haben die Koreaner Angst vor ihnen. Na, dann sagen wir mal Hallo. Genau, dann sagen wir mal Hallo. Und los geht's! Okay, ich geh ein bisschen näher. Gleich hinter dir. Hey! Hey, da! Da ist einer. Okay. Wir werden ihn. Gehen wir mal rein. Hey, hier lang! Wo ist der hin? Okay. Hey, hey! Ach, schnapp ihn! Okay, erstmal die Gegner ausschalten. Ich hab keine Munition mehr. Oh, hier sind sie. Bin ich nach mir. Okay, hat sich selber verbrannt. Er ist hier lang! Hey, da! Nicht. Ich habe jetzt ein bisschen Munition. Das kann ich gut gebrauchen. Was seid ihr? Ich mache euch alle belappt. Wow. Da hinten ist ein Geschütz. Okay, jetzt nicht mehr. Und jetzt die Tür auf. Was ist das? Kokain? Ich würde sagen, Jackpot. Kokain im Wert von 9,9 Millionen Dollar. Bist du jetzt der Drogen-Rainman? Überlassen wir das den Cops. Das Zeug kriegen die Cops nicht. Was hast du denn damit vor? Wir sind in Los Angeles. Ich kann das in 6 Tagen verkaufen. Ach, was rede ich? Ich kenne einen Basketballprofi. In 4 Tagen. Heißen kein Witz. Los jetzt. Ich bring das Zeug hier raus. Du kannst mir gerne dabei helfen. Der Gabelstapler fährt ungefähr 0 km/h. Damit bist du nächste Woche in Hollywood. Komm schon. Hey, Heißen. Ich bin nicht blind. Und was machst du dann da? Los, ich hab's doch gleich geschafft. Dann solltest du mal da aussteigen. Tyson, verdammt, geh nach hinten und schieb. Raus da. Scheiße. Kein Wort jetzt. Ich
schaffen wir gemeinsam die Polizei der Zukunft. Der alte Captain war fleißig. Ein Autohaus. Koreanische Mafia. Nein, aber ich habe einen Insider. Boomer. Das ist Kangs Autohaus. Kang packt sie voll mit Drogen. Aber die Züge gehören Dorsleuten. Ziehen wir Mr. Kang aus dem Verkehr. Kokain im Wert von 9,9 Millionen Dollar. Ich bring das Zeug hier raus. Raus da! Scheiße! Kriegen wir ein Update oder was? Ich soll also echt den ganzen Hightech-Kram erklären, den ich hier gerade mache? Nein. Okay, hier ist was. Was denn? Party-Einladung für Kang. Nette Empfängerliste. Für viele von denen habe ich schon gearbeitet. Die Party ist in Mount Olympus. Ist das ein Code? Ob du es glaubst oder nicht, das ist ein Stadtteil. Und die Party ist um Mitternacht. Ich sehe mir das mit Kai an. Bist du dabei? Ah, ich bin nicht so die Partymaus, aber... Klar. Sexy. Willkommen zurück zur neuen Folge. Let's Play Battlefield Hardline. Ding geht gleich hoch. Wo hast denn das eigentlich her? Von Boomer. Der hat schon mit Bankräubern zusammengearbeitet. Ins Haus gelangen? Wir müssen irgendwie rein. Aber nicht durch die Eingangstür. Wenn wir reingehen, müssen wir leise sein. Naja, relativ leise. Wem gehört das Haus? Neil Rock, Mega-Arschloch, steht auf Knarren und Drogen. Und interessiert daran, Dors Privatpolizei zu finanzieren? Vermutlich ja. Alles bestens bewacht, also habe ich... Der Strom ist aus. Auf Alarm brauchst du nicht achten, der Strom ist aus. Das sind die Notlampen, der Strom ist immer noch weg. Glaub mir, Boomer ist ein Fachmann. Und jetzt können wir rein und aufbrechen. Also gut, jetzt brauchen wir einen Ort für die Wanze. Oma sagte, eine Menge Ganoven kämen zu dem Meeting. Es gibt sicher einen Konferenzraum. Kai, hier lang. Kommt es dir auch so vor, als wäre es hier ein bisschen zu ruhig? Solange keiner auf mich schießt, ist mir das recht. Die Kennzeichen von dem Van wurden schon öfter gewechselt. Ein Fingerabdruck haben wir da gesehen. Mann, oh Mann, das habe ich mir sogar nur versprochen. Ziemlich ruhig hier. Was für ein Arschloch lebt denn so einer Bude? Ein reiches Arschloch. Ein reiches Hollywood-Arschloch. Aha. Da oben. Drecksbude. Dreckspanorama. Und eine schöne Aussicht haben wir. Oh, Scheiße. Sorry, Handy ist noch an. Ich schätze, das ist dein erster Einbruch, oder? Haha. Das ging schnell wieder vorbei. Der kleine Ton. Oh, hier, wir haben Besuch. Halt, hörst du das? Ja. Das Treffen ist in 2 Stunden. Laut Kangs E-Mail, ja. Such dir einen Ort für die Wanze. Okay. Scheint ein Konferenzraum zu sein. Hier findet das Treffen sicher statt. Platzieren. Müsste klappen. Okay, Wanze platziert. Los jetzt. Oh oh. Scheiße. Komm schon. Mist, die kommen. Das Licht ist wieder an. Hab den Generator angeschaltet. Ich dachte, es ginge um Mitternacht los. Gab eine Planänderung. Hier entlang, Gentlemen. Macht es euch gemütlich. Ich dachte, Kang würde auch kommen. Kang kommt nicht. Deine Frau ist krank. Krank?
Die ist erst 25. Was hat sie denn? Schnupfen? Kang wird nicht dabei sein, weil er tot ist. Genau deshalb haben wir das Treffen vorgezogen. Ich dachte eigentlich, du würdest ihn beschützen. Unser Schutzangebot ist nun mal breit gefächert. Wer war das? Du? Ich bin weg. Gentlemen, hinsetzen. Klappe halten. Lass den Mann reden. Wisst ihr, es könnte doch alles so einfach sein. In Miami haben wir zwischen Wichsern wie euch vermittelt und Streitigkeiten wurden so beigelegt. Durch Reden. Wir wollen weder euer Gebiet noch eure Waren. Wir bieten ein Netzwerk aus Cops, Armeepartnern und Grenzschutz. Wer uns bezahlt, erhält Zugriff auf das Netzwerk. Es ging in Miami. Und es wäre schön, wenn die Hohen Herren auch hier endlich sowas wie Geschäftssinn entwickeln könnten. Sehr gut. In Kürze kommt eine Limousine mit einigen der entzückendsten Teilzeit-Kosmologie-Studentinnen von ganz Hollywood. Bitte, die Party kann beginnen. Viel Vergnügen. Liegt dir was auf dem Herzen? Kangs Mörder war vielleicht ein alter Freund von mir. Und ich muss mit ein paar Leuten reden. Ich bin nachher wieder da. Deine Kohle ist bei mir in besten Händen. Keine Sorge. Der Mistkerl ist hier? Kai. Durch das Fenster kriegen wir ihn vielleicht. Vergiss Stoddard. Ich habe eine Idee. Was? Gib mir dein Handy. Okay. Ist da was Wichtiges drauf? Nur mein Candy-Spiel. Wenn wir das in eine der Aktentaschen schmuggeln, können wir es tracken. Du willst Dors schmutziges Geld klauen, bevor es gewaschen wird? Ja. Klingt gut, aber das musst du alleine durchziehen. Halt, was? Ich muss mit Sergeant Stoddard sprechen, bevor er geht. Und wir können auch nicht zu zweit hier durchs Haus schleichen. Los, hilf mir mal. Ich hätte niemals vertrauen dürfen. Ist was Persönliches. Persönlich? Wegen denen war ich 3 Jahre im Knast, wegen dir. Ist auch persönlich. Tut mir wirklich leid. Als ich im Knast war, starb meine Mom, Kai. Nick, das... Weißt du was? Vergiss es. Du bist mir scheißegal. Okay, es war gar nicht so nett. Zum Poolhaus gelangen. Das war echt knapp gerade eben. Gehen wir mal hier raus. Hier haben wir nichts mehr. Zum Scannen. Gehen wir hier entlang. Das sind Gegner. Was war's denn nicht? Nee, hier gibt's Kuchen ohne Ende. Ist doch nicht mein Problem, oder? Okay. Den können wir jetzt erledigen. Ganz leise. Unauffällig. Was? Wie war deine Runde? Tschüss! Eine 85 oder so. Ohne Schummeln? Nur mal eine 95. So. Wie ernst müssen wir diesen Stoddard-Deal eigentlich nehmen? Draw können wir jedenfalls. Was zum Teufel ist die denn? Weiß nicht. Verrockte Bullen. Das ist eine gute Sache. Der Mann, der beim Gold bescheißt. Tschüss! Du auch! Ihr merkt jetzt nichts mehr. So gut, das haben wir jetzt leise ausgeschaltet. Ein
Und da ist noch einer. Was läuft denn? Sei still. Nicht so laut. Es darf keiner was bemerken. Und das ist noch hier unten. Ja, die kriege ich niemals so leise. Ausgeschaltet. Sehr gut, steht auf. Okay, jetzt leise runter. Mist, da sind auch noch welche. Das war- Tschüss! Und du kommst auch dran. Okay, da ist auch noch einer. Mann, wo zur Hölle ist denn? Bye bye. Was war das? Ich bin hier. Okay, hier war gerade was. Genau, die Platte öffnen. Hier ist eine geheime Tür. Aber was bringt die geheime Tür? Das sind zwar lauter Kameras, aber mehr auch nicht. Okay, wir können hier raus. Okay, ist ein Bad. Und eine Sauna. Ich weiß jetzt nicht, was es hier auf sich hat. Aber gut, gehen wir mal weiter. Der Rest ist noch da hinten. Hoffentlich werden wir die Leiste ausschalten. Okay, da sind sie. Die zwei Gauner. Jo, jo Mann. Schau dir dieses Baby mal an. Ein 3,8 Liter V-Turbo Flatplane V8 Motor. Ja? Ja, yeah, klingt wie ein verdammter Metallpanzer, oder? So, ich nehm dich hier fest. Hey, runter mit dir. So, den haben wir. Okay, da hat einer was mitbekommen. So. So, dich haben wir auch. Machen wir die Tür auch auf. Sind hier noch Gegner? Okay, hier ist nichts. War jetzt nur mal der Geheimversteck. Okay, irgendwo müssen noch Gegner sein. Ich glaube, hier war man noch nicht. Ich glaube, hier geht's lang. Oh, 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 was? Was? Tschüss! Wo? Okay, wo sind die? Er sieht mich, aber ich sehe ihn nicht. Da ist der! Ah, okay, hier. So, jetzt habe ich ihn. Ich habe da was gehört! Ne, ich habe nichts gehört.
Die sind unten auf jeden Fall. Geh ich mal hier runter. Ah, hier. Komm. Stirb jetzt. Große Alarmanlage. Sollte ich hier ausschalten? Ne, hier kann ich nicht durch. Ich sehe ihn nicht. Wo ist der? Der Spinner. Kommt seine Gasse. Boah! Hey, wo kann ich jetzt durch? Hier ist einer! Da! Gasgranate kommt! Nein! Okay, irgendwie müsste ich doch hier durchkommen. Wir haben noch nichts, was wir brauchen könnten. Jetzt sind wir durch. Hoffe ich zumindest. Hier geht's wieder rauf. Das wollen wir jetzt, glaube ich, nicht. Ey, wo sind die? Okay, ich kapiere jetzt gerade das Spiel nicht. Die sind unten. Wo ist der hin? Bewegung! Ah, hier ist einer. Mag ich noch einer sein? Schieß mal die Holze so, dass sie dann vorbeikommen. Ah, hier ist noch einer. Den habe ich jetzt gar nicht bemerkt. Gehen wir mal hier durch. Für den Namen hier. Oh, das sind noch welche. Komm ruhig her! Für den Namen hier. Oh, jetzt komme ich hier raus. Ja, hier ist auch noch eine Tür. Warte, gerade Muni, Munitionsverschwendung. Für den Namen hier. Schiffst du mal? Jetzt aber. Da hinten. Ah, ich habe wieder Munition, sehr gut. Hier ist einer. Wo noch? Ich glaube, auf der Karte zeigt es nicht mehr an, wo genau die Gegner sind. Sind auf jeden Fall noch ein bisschen mehr dort. Hier geht's noch durch. Zum Schießraum. Ich sehe ihn! Was, du siehst mich? Okay. Ich sehe ihn! Okay, er kann mich jetzt sehen und ich sehe ihn nicht. Kiste mit Munition. Hey, hier da! Ich bin jetzt gerade ein bisschen verwundert. Ah, da draußen. Hier! Hier drüben! Da drüben! Ja, das habt ihr schon mal gesagt, hier drüben. Sehr gut, hier kann ich ausrüsten. Habe ich ein bisschen Munition. Wo ist der? Geh ich mal hier durch. Okay, jetzt bin ich wahrscheinlich wieder hier oben. Ich suche immer noch die Gegner, wahnsinnig. Und da unten ist einer. Hier bin ich. Ey, wie viele noch? Ich sehe fast keine Gegner mehr. Hier oben.
glaube, da habe ich vorhin ein paar Gegner vergessen. So, ist der tot? Da ist noch einer da. Ist auch ziemlich schwer zum Treffen. Okay, da ist einer. So. Das müsste ich jetzt haben. Das war gerade schon ein bisschen verwirrend. Kann ich hier nicht durch? Gehe ich ihm hier durch? So. Gibt's was zum Grillen? Ich bin aber leider nicht eingeladen. Ah, hier ist die Alarmanlage. So, dann gehen wir mal hier runter. Und jetzt einbrechen. Und auf ist die Tür. Schick eingerichtet. Zum Poolhaus gelangen, okay. Handy platzieren. Und was soll das jetzt genau sein? Wahrscheinlich hier draußen. Die Wohnung ist ja riesig hier. Eine schöne Aussicht. Okay, dann gehen wir wieder rein. Und dann hier hoch. Okay, die Tür wieder öffnen. Das müsste ja die Poolparty sein. Was war das gerade? Handy platzieren. Du hast keinen blassen Schimmer, wer ich bin, denn sonst würdest du mich ganz sicher nicht bestehlen. Vielleicht bin ich nicht so ein Schisser. Nun, du siehst mexikanisch aus, also bist du definitiv ein Einbrecher, aber vermutlich kein gewöhnlicher Einbrecher. Viele Häuser hier sind ziemlich leicht zu knacken, aber du wolltest in meins. Warum bloß, frag ich mich. Hey, Herausforderungen finde ich gut. Na dann, kriegst du eine. Hab einen Knopf gedrückt, der dir ein Dutzend schwer bewaffnete Psychopathen auf Koks auf den Hals hetzt. Hast du Angst? Das glaube ich nicht. In der Regel ist er ganz mutig. Oh, wie überaus clever. Ein Zweimann-Team. So in etwa? Kompliment. Wirklich. Nehmt so viel gottverdammtes Geld, wie ihr nur tragen könnt. Und gebt es schnell aus. Kauft Gold, kauft ein Segelboot, denn ich werde euch bis in die Hölle folgen. Halt's Maul! Hallo. Wollt mal nach dem Rechten sehen? Mach den Alarm aus. Das funktioniert nicht. Du hast die bösen Jungs am Hals. Nein. Oh, Scheiße. Da! Gott, ich muss überleben. Besser geht's nicht. Da kommt her! Oh je, die zermalmen mich her. Was war ich, wenn ich keine Munition hab? Ich muss hier raus. Gehe ich ihn wieder hier hoch? So. Helden. Da ist auch noch einer. Okay, wenn das jetzt nur zwei Stück noch sind, dann sind es nicht mehr viel. Sind irgendwo hier unten. Da ist noch einer. Und hier.
Na ja, er spart uns immerhin den ganzen Papierkram. Hast du Stoddard erwischt? Hab's nicht versucht. Ich dachte, ich gehe dir einfach mal zur Hand hier. Danke übrigens. Lass uns abhauen. Was haben Dawes und Stoddard dir angetan? Ich sag mal so. Ich war nicht immer so wie jetzt, weißt du. Ich war mal loyal zu meinen Partnern. Okay. Dass du Bescheid weißt. Es geht nicht darum, Dawes zu töten. Mir jedenfalls nicht. Na gut. Worum geht's dann? Für dich? Ich will ihn zerstören. Das tut er anderen an. Er zerstört Menschen. Und Stoddard? Stoddard kann einfach nur sterben. Du wirst deine Chance sicher noch bekommen. Nach heute Nacht wird Stoddard hinter uns her sein. Das war ein ganz schöner Fight. Und weiter geht's dann in der nächsten Episode. Bis dahin, Leute. Ciao.